Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu diesem neuen Video und damit zum Unboxing der Magic Baits Petri Box von Angelberger, also die Box für die Karpfenangler unter euch. Da bin ich sehr gespannt, was wir denn hier im Juni in dieser Box finden. Die Box könnt ihr euch über den Link in meiner Videobeschreibung bestellen. Dann bekommt ihr auch diese Box. Bei der Raubfischbox würde ich jetzt sagen, können die Größen und die Farben variieren. Bei der Karpfenbox weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie das sich da verhält. Aber ich würde mal sagen, wenn ihr euch die Box so bestellt, dann werdet ihr eine sehr ähnliche auch nach Hause geliefert bekommen. Kostet 30 Euro. Dann würde ich mal sagen, nehmen wir hier ganz unspektakulär los und schauen mal, was wir denn hier drin haben. Die ist auf jeden Fall wieder ziemlich schwer. Und fang einfach mal an und los. So. Dann geht's hier los. Ja, so sieht's aus. Mit einer Mütze. Da muss ich wirklich sagen, habt ihr schon mal im Spinnfischangelbereich so eine Mütze gesehen? Also mit dieser Tarnung, mit dieser Tarnfarbe. Nee, ich auch nicht. Aber zum Karpfenangeln passt es auf jeden Fall irgendwie. Also hier wieder so ein Trucker-Cap, wie auch in der Raubfischbox in diesem Monat. Da haben wir allerdings eine eher in Grau und Schwarz gehalten. Hier haben wir jetzt eine, wie gesagt, mit Tarnfarbe. Hier nochmal Magic Baits, um dann auch nochmal unmissverständlich darauf hinzuweisen, für die Leute, die sich ein bisschen damit auskennen, dass es sich hierbei um eine Mütze für die Fried- oder Karpfenangler handelt. Fried-, Fisch- oder Karpfenangler, so wollte ich es eigentlich sagen. Aber ansonsten ganz cool. Ne? Genauso wie die andere von der Form her, würde ich mal sagen. Nur natürlich aus anderen Farben und Stoffen hier zusammengenäht. Meh. So, was haben wir denn noch? Wir haben Magic Glow Marker. Ein Stück enthalten. Was ist das? Wofür ist es? Und was machen wir damit? Ha. Beim zweiten Produkt schon überfordert. Das ist auf jeden Fall nicht gut. Ich würde mal sagen, Magic Glow heißt, dass es sicherlich im Dunkeln ein bisschen nachleuchtet. Ja, sieht man hier auch schon. Können wir hier also aufladen mit Licht. Ja, leuchtet also nach. Tja, Magic Glow Marker. Sieht ein bisschen aus wie was aus dem Karpfenangelbereich. Aus dem Welsangelbereich. Ich glaube, da habe ich sowas mal gesehen, wenn man irgendwie solche Montagen über weite Strecken irgendwie an einem Baum aufhängt oder so. Oh Gott, ich bringe es wahrscheinlich total durcheinander. Aber vielleicht ist es für sowas. Hier haben wir auf jeden Fall eine Öse unten dran. Ich guck mal kurz. Ja, ist so eine Art Snap. Hier mit so einem Silikonschutz. Mal kurz gucken hier. Ist einfach nur so zum Reinhängen. Und dann kann er natürlich nicht richtig aufgehen, weil er hier auch das Teil zum Schutz nachher drüber ist. Aber was man damit macht, weiß ich nicht. Vielleicht ist es auch Wäscheleine zum Trocknen der Karpfenangelklamotten und Sachen. Weiß ich nicht, kann auch sein. Tja, Nylonschnur, würde ich mal sagen. Drachensteigen? Nee, auch nicht. Hm. Keine Angabe von Stärke oder so. Also ist es wahrscheinlich auch nichts. Nichts, was irgendwie groß für einen Drill oder sowas ist. Ich weiß es wirklich nicht. Also wer es weiß, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich bin raus. Ich habe gedacht, ich bin jetzt mittlerweile Karpfenprofi nach so vielen Karpfenboxen, aber habe ich scheinbar noch Aufholbedarf. So, was haben wir hier? Das ist irgendwas Schweres. 30 Gramm Downrigger Backleads. Back, zurück, Leads. Bleigewichte 20, 30 und 40 Gramm, auch sehr schön beschrieben hier. 20, 30. Ha. Huh. Okay, vielleicht ist es falsch eingepackt worden. Sehr stabile Schnurabsenkbleie. Achso, Schnurabsenkbleie zum Absenken der Schnur, damit die Fische nicht verschreckt oder die Schnur vom Wind, Boden, Wasservögeln und Strömung beeinflusst werden kann. Der Kleidclip sorgt für reibungslosen Lauf auf der Hauptschnur und kann mit einer Hand bedient werden. Okay, also zusammengefasst würde ich mal sagen, werft ihr aus oder bringt halt eure Montagen wahrscheinlich aus, womit auch immer, mit einem Schlauchboot, mit einem elektrischen Boot, nein, ihr wisst schon, so ein ferngesteuertes oder so. Und dann hängt man das wahrscheinlich, wenn man alles so auch in seinen Routenhaltern hat, gibt es wahrscheinlich auch ein modernes Wort für, weiß ich aber nicht. Und dann hängt man es quasi wahrscheinlich ein und dann läuft es. Also lässt ein bisschen Schnur nach und dann läuft halt die Schnur so weit runter, bis es auf dem Grund ist. Und dadurch wird die Schnur halt unten am Grund abgelegt und ist nicht weiter oben, wo sie dann halt von Schwimmvögeln, Booten, Schwimmern oder was weiß ich alles berührt werden kann, damit nicht pausenlos die Karpfenpieper losgehen. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Und wie ist es denn beim Anhieb nachher? Dann rutscht das einfach nachher Richtung Köder vielleicht, oder? Naja, könnte sein, aber wissen tue ich es nicht. So, was haben wir hier? Hier haben wir eine kleine Dose, ein Döschen mit Zubehör. Eieieiei, ist ja wieder super hier.
Okay, das könnte ja was zum Aufwickeln sein für, wie sagt man, für Vorfachmaterial oder fertige, sagt man da, Haare, die man sich zusammenbauen kann. Sagt man das so? Naja, jedenfalls diese Montage mit dem Haken und da so ein Dings dran, wo dann die Beulekugel rankommt und so. Kann man hier auch abnehmen? Finde ich eigentlich ganz cool. Ist das so gemacht? Ja, ist extra so gemacht. Ja, die kann man dann hier auftüdeln und dann haben wir hier verschiedene mit am Start. Und ein bisschen Zubehör in Form von so einer Art Pinnnadeln, womit wir das dann natürlich dann auch dementsprechend nachher hier wahrscheinlich so aufpieksen können. Ich mache es jetzt einfach mal hier durch. Um dann das vielleicht zu kennzeichnen und zu wissen, die gelben sind halt alles dieselben und die weißen sind halt ein bisschen mit längerem Vorfach, mit einem anderen Haken, was weiß ich. Sowas vielleicht? Ich würde sagen, das klingt auf jeden Fall plausibel. So, rein damit. Aber sonst eine schöne Büchse. So, dann haben wir Pop-ups. Pop-ups Twisted. Blue White 15 mm. Pop-ups sind doch die, die schwimmen, oder? Ich glaube, Pop-ups sind die, die schwimmen. Die höchst hochqualitativen Pop-ups werden aus den besten, allerbesten Zutaten hergestellt. Durch die spezielle Zusammensetzung nehmen die Pop-ups hervorragend Flavors und Dips auf und geben die Aromastoffe langsam ab. Dank dieser kontinuierlichen Aromaabgabe bleiben die Pop-ups auch an stark befischten Gewässern für lange Zeit unwiderstehlich. Perfekt. Mal gucken, ob die geil riechen. Oh, wie bei Nutella, ne? Ah, da riechen wir noch nichts. Moment. Oh. Ja, das riecht schon. Riecht schon ein bisschen geil. Riecht ein bisschen wie. Früher hatte mein Onkel, der mir quasi damals das Angeln nahegebracht hat, sagen wir es mal so. Das waren noch Zeiten, da bin ich noch hinten bei ihm auf dem Moped, auf dem Simmy, ein Sahara-Brauner S51 Dreigang ans Wasser gefahren. Und da hat er immer zum Friedfischangeln, also früher hat man gesagt zum Plötzenangeln, von DRM weiß ich noch, verschiedene Tuben gehabt. Ein bisschen kleiner wie eine Zahnpastatube mit so einem braunen Deckel. Ich weiß es noch wie heute. Und da war dieser Teig drin, den man quasi rausdrücken konnte, wenn man halt keinen Bock hatte, sich aus Brötchen und was weiß ich für ein Gelumpe halt einen Teig selber zu machen, hat man das halt genommen. Und so raucht das auch. Ach, schon ein bisschen wild. Voll die Kindheitserinnerung. Ist das lange her. Hubala. Sowas zum abends wegsnacken, ne? Die sehen doch einfach toll aus, ne? Sie riechen so ein bisschen süßlich mit einem Hauch Vanille. Einfach toll. Irgendwie einfach toll. Aber man darf die, glaube ich, nicht essen. Die sind aus irgendwelchen alten, komischen Fischsachen gemacht, glaube ich. Fischmehl oder sowas. Steht das eigentlich drauf, was die gemacht sind? Zutaten. Nö, würde ich nicht sagen. Nö, 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 nö. Hergestellt für oder hergestellt aus? Hergestellt für. Nö. So, dann haben wir hier einen Teflon-Coated Hooks Rig. Stimmt das? Also Teflon-Coated heißt mit Teflon ummantelt. Ein Stück ist drin, 25 Lüps und 18 cm lang. Größe 2, ein Boilie Rig. Na, das gucken wir uns doch gleich mal an. Das besagte Boilie Rig. Carp Tackle. Wollte gerade vorlesen, aber das ist der allgemeine Spruch, der ab und zu hinten draufsteht. So, zeig mal hier. Okay, also das hier ist wie gesagt so ein Boilie Rig. Ich wollte natürlich auch vorhin dann eher Rig sagen und nicht, was habe ich gesagt, H oder so. Das ist natürlich auch richtig blöd hier mit diesem Ding. So. Weil die kann man natürlich nachher fertig gebunden. Im Idealfall, ich lasse das jetzt hier mal dran. Hier oben haben wir halt die Öse. Und dann hier dieses, na, dieses Vorfach mit dem Karpfenhaken, der furchtbar stabil aussieht. Also ganz schön dickdrahtig hier, ne? Und hier ist dieses Haar dran, da fädeln wir dann quasi höchstwahrscheinlich unsere Boilies, unseren Mais, unsere Kartoffel oder was man auch immer zum Angeln nimmt. Und die Sachen wiederum kann man, wenn man da einige von hat, dann hier auf diesen kleinen Dingern hier festmachen und dann mit den bunten Pieksern markieren. Ich glaube, so ist es. So oder so ähnlich hat es sich zugetragen. So, was haben wir noch? Wir haben auf jeden Fall noch ein paar Boilies. Geschmacksrichtung Chartreuse, Natural Squid and Liver. I, die mache ich nicht auf. Liver ist Leber und Tintenfisch. Leber und Tintenfisch. Also für mich klingt das nicht lecker. Und ich weiß auch nicht, warum Karpfen gerne Leber und Tintenfische essen. Premium Range Bollies 20 mm. 1000 Gramm sind hier drin. Boah. Die packe ich jetzt auch wirklich nicht aus. Leber riecht immer ganz schön bäh. So, was haben wir hier? Hier haben wir Safety Lead Clip. Also Sicherheits.
Also Bleiklippe ist auf jeden Fall falsch. Da geht es hier wahrscheinlich eher um so eine Art. Wo habe ich es denn gesehen? Hier. Da, oder? Sowas in der Art? Moment. Ja! Danke. Moment. Schon ein bisschen lustig. So, also hier so eine Überzieher für irgendwelche Knotenverbindungen, würde ich einfach mal sagen, ne? Eieiei. Ja, die würde ich sagen, macht man einfach rüber über irgendwelche Verbindungen, Knoten, Wirbel. Aber wissen tue ich es auch nicht. Also, wenn ihr es wisst, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Dann packen wir auch wieder ein. Ich muss dringend mehr Karpfenangeln gehen. Dann haben wir hier ein Birnblei, ein Grundblei für, ich würde jetzt mal sagen, fließende Gewässer. Schließe ich jetzt einfach mal daraus, dass hier so eine Noppen dran sind, dass es nicht so leicht verrutscht, wobei leicht hier bei 142 Gramm auch ein sehr dehnbarer Begriff ist. Oben ist ein Wirbel auf jeden Fall montiert, damit es schön frei hängt und nicht die Schnur verdreilt, wenn wir es nachher irgendwie einholen und es doch irgendwie so sich immer dreht oder sowas, ne? Ja, ganz cool. Und ganz schön schwer. Rein damit. Was haben wir noch? Wir haben noch ein kleines davon. Wahrscheinlich irgendwas um die 60, 70 Gramm wahrscheinlich. 56. Fast richtig. Eine 6 war mit bei. Das ist ein bisschen Camouflage hier. Hat das auch, aber das ist ein bisschen deutlich, ein bisschen weniger hier. Also zwei sowas. Was haben wir noch? Wir haben noch mal ein paar Pop-ups. Und zwar Geschmacksrichtung Lime. Steht's denn? Steht gar nicht drauf. Steht wirklich keine Geschmacksrichtung drauf, oder? Nö. Moment. Na, sagen wir mal. Riecht auch ein bisschen süßlich. Mit ein bisschen Frucht. Und riecht grün. So, kann auch weg. Eins haben wir noch. Und zwar eine LED Headlamp IPX6 wasserdicht. Farbe schwarz. Leuchtmodi 4 Varianten. Moderne LED-Technologie. Wasserdicht. Also nach IPX6 Zertifizierung. Ich glaube, das ist nicht untertauchen, sondern eher so, kann regnen, dann macht dem nichts. Für alle Outdoor-Bereiche. Elastisches Stirnband. Einstellbarer Neigungswinkel. Optimale Bewegungsfreiheit und Flashlichtfunktion, wo immer man die auch für nutzt. So. Das ist jetzt hier auch noch eine Variante. Ich glaube mit Batterie, oder? Das ist noch keine Variante hier mit Akku. Wir hatten ja, glaube ich, letztens eine. Genau. Wir hatten ja letztens eine gehabt, die mit USB-Ladegerät oder mit USB-Kabel zum Laden war. Das ist jetzt hier noch eine Variante für Batterien. Ja, feini. Würde ich mal sagen, verlose ich heute einfach mal die Box ganz entspannt an einen von euch. Wer die gerne möchte, schreibt mir bitte Hashtag mbates in die Kommentare. Schreibe ich euch auch noch mal unten in die Videobeschreibung, falls ihr nicht wisst, wie das geschrieben wird. Und dann nehmt auch schon an der Verlosung teil. Gewinnspiel geht, ja, bis zum Erscheinen der nächsten Box, oder? Ist jetzt zwar noch ein bisschen hin, aber so habt ihr wenigstens entspannt ein bisschen Zeit. Wenn ihr das Video auch nicht verpassen wollt, solltet ihr unbedingt auf den Abo-Button drücken, damit ihr auch, falls ihr diese Box gewinnt, das auch in einem Video seht. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall einen richtig tollen Dienstag und dann sehen wir uns schon bald wieder. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, wie ihr diese Box fandet. Wie gesagt, ich habe nicht von allen Sachen Ahnung, aber könnt ihr mich auf jeden Fall ein bisschen drin unterrichten. Am meisten interessieren würde mich auf jeden Fall das hier. Und dann sehen wir uns schon bald wieder. Macht's gut, bis dann. Euer Lemmy.